Hallo, hier ist der Micha, Haus Lebenskreis. Wir präsentieren euch heute den ersten Teil der Viererserie Ganz bewusst gesund. Wir wollen euch ein paar Anregungen geben, wie ihr auf ganz natürliche Art und Weise eure Gesundheit stärken könnt. Bitte beachtet, unsere Videos sind nicht geschnitten, sie sind unplugged, sie sind nicht korrigiert oder besonders ausgeleuchtet, sondern ganz live so, wie es aus dem Bauch herauskam, in einem Schnitt durchgestaltet und durchproduziert. Also seht uns einfach technische Fehler nach. Wir hoffen, inhaltlich können wir euch erreichen. Bis bald. Tschüss. Ah, hallo, liebe Freunde aus dem Haus Lebenskreis. Hier ist der Michael und der Martin. Hallo. Und wir bringen heute die erste Folge Ganz bewusst gesund und wollen heute über das Thema Ernährung uns miteinander unterhalten, ein kleines Live-Talk, und freuen uns, dass ihr dabei seid. Hallo Martin, bist du gut angekommen hier? Ich bin sehr gut angekommen, ja. Prima, super. Ich habe mal eine Frage, und zwar ist bei mir immer so angekommen, dass Lebensmittel heutzutage nicht mehr Lebensmittel, sondern eher Nahrungsmittel. Was ist es damit? Was hat es damit auf sich? Also grundsätzlich möchte ich sagen, dass unsere Lebensmittel bezogen jetzt auf andere Regionen der Welt immer noch sehr, sehr gut sind. Ja. Wir haben noch gute Lebensmittel, auf die wir zurückgreifen können. Mhm. Okay. Die Frage ist immer bloß, wie sind sie hergestellt, wo kommen sie her? Ja. Und was enthalten sie dann tatsächlich noch? Ah, okay. Wie würdest du denn beispielsweise eine Ernährung als gesund bezeichnen? Also ich höre mal, wo es immer viel Kohlenhydrate oder wenig Kohlenhydrate, Low Carb, viel Gemüse, was auch immer. Also was ist aus deiner Sichtweise jetzt eigentlich gesunde Ernährung? Also ich bin kein Diätspezialist. Mhm. Ich mag dieses Wort Diät sowieso nicht. Ah, okay. Ich mag es eher, wenn man darüber spricht, eine Ernährungsumstellung zu machen. Ja. Ich selbst musste das bei mir selbst an meinen Körper spüren dürfen. Okay. Ich habe eben einen anderen Stoffwechsel bekommen mit zunehmendem Alter und habe halt eine Ernährungsumstellung gemacht und bin seitdem ein anderer Mensch und mir geht es wirklich viel besser. Okay, siehst du blendend aus. Ja, danke schön. Gerne. Ja, auch haben wir ja viel gehört, dass sich durch die intensivierte Landwirtschaft in den letzten Jahren etwas verändert hat hinsichtlich der Qualität unserer Lebensmittel, Struktur, Nahrungsmittel. Was hat es denn eigentlich damit auf sich? Also das Grundproblem, was wir ab und zu beschreiben, ist, dass nach der mit dem Einzug der Industrialisierung der landwirtschaftlichen Produktion nach dem Zweiten Weltkrieg schon, wurde begonnen, auf unseren Feldern viel und intensiv zu düngen. Ja. Und das ist ein großes Problem, dass dort Düngemittel verwendet werden, die vorwiegend aktivierende Eigenschaften haben. Also Mineralstoffe auf die Felder gebracht werden, die aktivierend wirken. Hat das etwas mit dem Säurebasenhaushalt zu tun? Was hat es damit auf sich? Das auch, ja, selbstverständlich. Mhm. Also wir haben in unserer Natur gegeben Mineralstoffe, die aktivierend wirken und Mineralstoffe, die regulierend wirken. Ja. Aktivierende Mineralstoffe bringen Organismen in den sauren Bereich und regulierende in den basischen Bereich. Ah, okay. Und diese Mineralstoffe sollten in der Natur ausgeglichen vorhanden sein und auch in unserem Körper ausgeglichen vorhanden sein, damit sich eben genau dieser Säurebasenhaushalt ausnivellieren kann und hier pH-neutral im Körper sind. Mhm. Besteht ja unser Körper, das wissen wir ja alle, also erstmal grob gesagt, aus einer Vielzahl von Zellen. Was geschieht denn eigentlich auf Zellebene, wenn zum Beispiel der Säurebasenhaushalt nicht so stimmt? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also grundsätzlich ist es erstmal relativ schwierig, nicht ganz so einfach, den Säurebasenhaushalt in der Zelle zu bestimmen. Gibt es Methoden dafür, die sind ein bisschen aufwendiger. Brauchen wir aber heute hier nicht klären in diesem Rahmen. Ja. Was passiert ist, die Zelle, das sind unsere kleinsten Kraftwerke. Ja. In unseren Zellen wird der Stoffwechsel vollzogen. Mhm. Und diese Zellen haben ganz, ganz unterschiedliche Aufgaben. Wir haben ja im Endeffekt Knochenzellen, Hautzellen, Hirnzellen, Muskelzellen und sowas. Mhm. Aber die Zellen unterscheiden sich im Aufbau nicht so dermaßen, sondern hier sind meistens, kann man sehen, dass die einen Zellkern haben und eine Zellmembran. Mhm. Und die Zellmembran sorgt dafür, die kann man mit einer Pendeltür gleich, kann die in eine Richtung hinein Dinge hineinlassen und wieder umschalten und Dinge hinauslassen. Ja. So funktioniert es mit dem Stoffwechsel. Ja. Das ist ein paar tausend Mal in der Sekunde. Ja. Das Problem ist bloß, wenn die Zelle über unsere Nahrung nur noch vorwiegend mit aktivierenden wirkenden Mineralstoffen lässt sie vermehrt nur rein, ganz grob gesprochen, das ist auch sehr, sehr vereinfacht. Mhm. Da möchte ich mich schon für entschuldigen, dass wir nicht keine wissenschaftliche Abhandlung machen, sondern das machen wir hier nicht. Mal nur als Verständnis, um mal darüber nachzudenken. Ja? Ja. Die Zelle ist also ständig übersäuert. Wir reden davon,
wichtigen Mineralstoffen, die sauer wirken. Wir reden von Stickstoff, Phosphor, Kalium, das sind alles wichtige, essentielle Dinge, die wir brauchen. Ja. Aber wenn die regulierenden Mineralstoffe, die basisch wirkenden, nicht zur Verfügung stehen, kann die Zelle schlechter umschalten auf Ausleiten und es entsteht ein erhöhter Zellinnendruck. Und das ist die Übersäuerung. Ach, okay. Und ja, ich habe mal in dem Song irgendwas mal gelesen, dass beispielsweise, da war so ein Kartoffelbeispiel, dass also das, was früher mal drin war, heute nicht mehr drin ist. Wie verhält sich das damit? Hast du da irgendwie mal ein Beispiel? Ich kann ein Beispiel geben, ja. Es gibt eine Studie von Dr. Dr. Karl-Heinz Schmidt. Ja. Der ist Professor für experimentelle Medizin oder Untersuchung an der Universität Tübingen. Und der hat mal über einen langen Zeitraum untersucht, wie sich unsere Nahrungsmittel verändern. Ja. Nämlich mit dem Gehalt an Vitalstoffen, Mineralstoffen und Vitaminen. Ja. Und da hat er 1985 begonnen und die Studie hat er geführt bis 2002. Ja. Zu meinem Leidwesen bloß bis 2002, trotz allem, das, was bei rauskommt, ist für mich selbst persönlich sehr verheerend. Wir können mal als Beispiel nehmen, dass eine Kartoffel, unsere durchschnittliche Feldfrucht, die wir haben, die Kartoffel, einen Kalziumverlust in dieser Zeit von bis 78% hat. Aha. Wir reden nur von durchschnittlichen Werten. Ja. Die durchschnittliche Kartoffel hat jetzt also 78% weniger Kalzium drin als 1985. Okay, ich müsste quasi, um den gleichen Kalziumgehalt zu mir zu nehmen, das 4- bis 5-fache der früheren Menge ist. Das macht natürlich keiner. Nee, ist klar. Womit gleichen wir das dann wieder aus? Ja, das ist spannend. Ja, genau. Das wollte ich mir auch fragen, wie lassen sich denn diese Defizite ausgleichen, die durch unsere normalen Lebensmittel nicht mehr uns zugeführt werden können? Es ist so, dass wir bedingt durch unsere Lebenssituation und die Art der Ernährung eben nicht mehr gewährleisten können, dass wir mit allen Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen und ordentlich versorgt werden. Ja. Und es, ich muss sagen, es ist leider so, dass der Trend zu hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln immer weiterkommt. Wir werden eine Zunahme des Bedarfs haben, der wird sich wirklich vervielfachen in den nächsten 10 Jahren, weil wir jetzt derzeit diese Entwicklung in der Landwirtschaft nicht aufhalten. Ja. Ich rede ja davon, dass es quasi einen gewissen Kreislauf geben sollte. Das heißt, wenn unsere Böden gesund wären, wenn die nicht nur mit aktivierenden Mineralstoffen gedüngt werden würden, würden unsere Pflanzen auch ausgeglichen sein, würden die nicht übersäuert sein, dann würden die Tiere, die Pflanzen fressen, nicht übersäuert sein. Und dementsprechend würden auch wir Menschen viel besser und solider mit Spurenelementen, mit Mineralien versorgt werden und auch besser leben können. Du hast es erwähnt, dass also man Defizite über Nahrungsergänzungsmittel, also dass der Trend sich steigert. Was macht denn eigentlich aus deiner Sicht ein gutes Nahrungsergänzungsmittel eigentlich aus? Aus meiner Sicht, das ist wirklich meine persönliche Meinung, ist, dass wir ausschließlich auf Natur Rohstoffe zurückgreifen sollten. Das ist für mich essentiell, denn alles, ich persönlich lehne alles ab, was industriell irgendwie hergestellt wurde und was chemisch erzeugt wurde und so, weil die Langzeitfolgen noch nicht richtig erkannt oder auch nicht untersucht sind auf dem Körper. Es gibt eine Großzahl von Nahrungsergänzungsmitteln auf dem Markt heutzutage und der Wuchs wird immer undurchsichtiger. Ja. Ich bin der Meinung, wir brauchen nicht so viel. Und wir arbeiten dort bei uns im Unternehmen mit der natürlichsten Rohstoffquelle für hochwertige Mineralien, das sind die Algen. Ah, okay. Da habe ich schon viel gehört. Das macht die Japaner so uralt, würde ich sagen lassen. Ja. Wie sieht es eigentlich aus? Muss man eigentlich, wenn man Nahrungsergänzungsmittel jetzt in höherer Qualität mit in seinen Ernährungsplan mit einbezieht, muss man damit rechnen, ein Vermögen auszugeben? Wird man dabei arm? Was stellt ein Vermögen dar? Wie bezeichnet man das? Ich sage mal, nein, man muss nicht arm werden daran, wenn man seine grundsätzlichen, die Defizite, die einfach gegeben sind, und unseren Nahrungsmitteln ausgleicht, ein kleines bisschen. Dort ist man mit, um es mal zu benennen, mit 1-2 Euro am Tag dabei. Ja. Das ist kein Problem. Ich bezeichne es gerne so und vergleiche es mit einer Versicherung. Ja? Man schließt eine Autoversicherung gegen einen Unfall ja auch ab, bevor das Auto verunfallt ist, prophylaktisch. Ja. Wir machen das so, wenn wir Nahrungsergänzungsmittel in reiner Form zu uns nehmen, haben wir eine Art kleine Versicherung, dass wir hinten heraus eben nicht mit den bösen Krankheiten und unseren Zivilisationskrankheiten
so die dann wieder kommen. Chemisch behandelt werden. Die chemisch behandelt werden, die dann wieder Schäden für unseren Körper machen und. Okay. Ja, also. Kann es eigentlich Nebenwirkungen geben, wenn man sowas zu sich nimmt? Also zu viel zum Beispiel in Überdosierung? Es ist durchaus so, dass wenn man zu viele Mineralstoffe zu sich nimmt, von bestimmten, dann auch kann es auch zu Problemen führen. Wir bei uns haben hochwertige Mineralstoffe in der reinsten Form. Wir mikronisieren die. Die sind so feinst vermahlen, dass die direkt über die Schleimhaut schon, wenn die in die Gehirn kommen, bis in die Zelle weitergeleitet werden. Das heißt, wir können nur ganz, ganz wenig in den Körper hineinbringen und haben eine sehr hohe Wirkungsrate dabei. Das heißt, wenig Mineralstoffe, dafür viele Mineralstoffe. Ja. Die Bandbreite meine ich damit. Ja. Eine große Bandbreite, vorwiegend aber die basisch wirken, weil die sauren, die haben wir schon sehr viel in der Natur drin. Ja. Und damit ist dann gewährleistet, dass der Körper das mineralische Gleichgewicht hat, Säure-Basenhaushalt ausgeglichen ist. Und wenn man sich an die Empfehlung hält und nicht zu viel zu sich nimmt, dann kann nichts passieren. Ja, okay. Aber vor Missbrauch können wir uns auch noch nicht richtig schützen. Wie sind denn so eigentlich deine persönlichen Erfahrungen? Kennst du zum Beispiel Beispiele, wo du so ein Aha-Erlebnis hattest, zum Beispiel Kunden von dir, die durch die Einnahme dieser Ergänzungsmittel sich wirklich in ihrer Lebensqualität deutlich steigern konnten? Definitiv. Das ist so, und dann sage ich, ich mache das ja schon einige Jahre zusammen mit meiner Frau, sehr erfolgreich jetzt, und wir haben schon so viele Kunden beraten. Ja. Es ist so, vielleicht zum Verständnis, ein normaler Körper schafft es in einer durchschnittlichen ersten Lebenshälfte mit einer Übersäuerung des Körpers noch einigermaßen gut umzugehen. Ja. Ja? Das sehen wir bei Menschen, das sehen wir aber auch bei Tieren. Die erste Lebenshälfte, da machen sich die Mängel eigentlich nicht so sehr bemerkbar, weil der Körper in der Lage ist, viel auszugleichen. Ja. Er hat Puffer, er schickt dahin, er schickt dahin, er hat bloß die ganze Zeit den Stress. Irgendwann, wenn man aber in ein höheres Alter kommt, sei es das Tier oder auch wir Menschen, fangen unsere inneren Organe etwas an, schwächer zu werden. Ich rede vorwiegend von ausleitenden Organen wie die Niere und die Leber. Ja. Wenn die anfangen, schwächer zu werden, dann ist Übersäuerung ein ganz großes Thema. Ja. Und deshalb haben wir auch die meisten und besten Erfolge wirklich mit Menschen, die ein bisschen das Lebensalter erreicht haben und denen es auch wirklich schon daraufhin oder deshalb schon schlecht geht. Ja, ja. Also gerade jetzt 60 plus ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Da kann man viel Erfolge eben von den Menschen auch immer zurückbekommen. Ja. Ja. Einen gesunden Mensch gesünder zu machen ist schwierig, aber es lohnt sich auch, einen gesunden Mensch gesund zu halten. Ja, das ist auch natürlich. Ja. Aber um mal Beispiele zu bringen. Wir haben einen kürzlichen Kunden gehabt, der mit sehr, sehr vielen Problemen behaftet war. Ja, der hat, und unsere Produkte wirken nicht sofort. Wir haben die reinste Natur und wir unterstützen eigentlich nur körpereigene Prozesse. Ja. Wir setzen die wieder in Gang, indem wir einfach den Körper in die Lage versetzen, sauber zu arbeiten und nicht mehr irgendwelche ausgleichenden Tätigkeiten schon mal verrichten zu müssen, sondern der Körper kann dann seine Selbstheilungskräfte sich ausleben. Und das dauert einen Moment. Ja. Da muss man schon mal ein bisschen durchhalten. Ja. Aber wenn man dann durchgehalten hat, dann kriegt man so ein Feedback von Menschen, die dann sagen, hey, von meinen 100% Wehwehchen, die ich habe mit meinen 70 Jahren, sind 65 oder ich schätze 70% jetzt weg nach 4 Monaten. Die gibt es nicht mehr. Ich muss mich mittags nicht mehr hinlegen zum Schlafen. Ja. Ich kann wieder länger spazieren gehen. Ja. Ich habe mehr Appetit. Ja. Meine Magen-Darm-Probleme haben sich sehr, sehr gebessert. Und das sind alles Sachen, wo wir merken, der Körper kommt ins Gleichgewicht, beruhigt sich und kann einfach wieder ein bisschen besser funktionieren. Okay. Wir haben darüber hinaus sehr positive Erfahrungen mit Menschen, die chronische Krankheiten haben, dass sich dort was verbessert ist. Wir haben es bis hin Kunden, die selbst eine Neurodermitis mit dem mineralischen Gleichgewicht und mit ein paar anderen Produkten eben auch in den Griff bekommen haben und so, dass sie überhaupt keine Symptome mehr zeigen. Ja? Verstehe. Das ist ein großer, wirklich ein großer Schritt für uns. Wir haben auch bei mir jetzt selbst im Familienkreis einen Erfolg bei einer normalen Diabetes. Das ist ja bestimmt ein wichtiges Thema. Das ist schon ein wichtiges Thema. Man kann ja nie etwas versprechen. Ja. Aber wenn man es dann wirklich sieht, dass sich die Langzeitwerte des Diabetespatienten komplett ändern und richtig ins Gute wieder gehen, dass er nicht mehr spritzen muss, dass er nicht mehr, dass er nur noch ab und zu die Tabletten nehmen muss. Und auch das haben wir gute Hoffnung, geht weg. Schön. Gesunder Lebensstil, mineralisch ausgeglichen. Ja. Und dann kommt es weiter.
Ja. Ich könnte hier noch so viele Beispiele geben. Ja, ich merke schon, das ist ein Flow. Ja, das ist richtig. Ja. Also, ja. Weil wir können einfach, wir leben, also meine Frau und ich, wir leben einfach mit dem tollen Gedanken, dass wir echt was Gutes tun für Menschen. Einfach was Gutes. Ja, und das ist eine tolle Sache. Ja. Prima. Und zum Abschluss, was empfiehlst du eigentlich Menschen, die sich für dieses Thema interessieren? Was sollten sie jetzt machen, deiner Meinung nach? Ich würde empfehlen, den Leuten draußen, sich grundlegend Gedanken darüber zu machen, ob das, was uns versprochen wird, in den großen Medien, von großen Firmen, vor allem in der Werbung, ob das auch das hält, ob das wirklich gesund ist, was wir dort angeboten bekommen. Ja? Ich möchte nichts verteufeln. Ich will niemandem sagen, dass er von seinen altgewohnten Lebensweisen abweichen sollte oder muss. Aber darüber nachzudenken, vielleicht etwas, ein paar Kleinigkeiten zu ändern. Genau. Kleine Stillschräubchen. Ein paar Kleinigkeiten, das hilft meist schon. Ja. Um mal darüber nachzudenken, sich damit zu beschäftigen. Und dann eventuell auch mal zu einem bestimmten Schluss zu kommen, das mal zu probieren mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln, die man ja auch mittlerweile bei dir als kann man machen, bekommen kann. Genau. Ja, Martin, vielen Dank dafür, dass du hier die Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten. Ich kann persönlich dazu sagen, dass es mir persönlich zum Beispiel ein Nagelbruch an meinem Finger beseitigt hat. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Vorher war eher auch immer so ein bisschen skeptisch, aber wir sind über unser Haustier darüber gekommen. Und wie gesagt, wenn es dazu Fragen gibt, könnt ihr die gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Ruft uns an, kommt vorbei. Gerne, kein Zwang, aber ein Wunsch, der vielleicht in Erfüllung gehen kann, um selbst etwas eigenverantwortlich dafür zu tun, gesünder zu leben. Wir sehen uns an dieser Stelle in dieser Folge wieder. Und zwar sehen wir uns wieder, wenn wir über das Thema Atmung sprechen werden, über das Thema gesundes Wasser und über das Thema innere Balance. Auf diesen vier Pfeilern, gesunde Ernährung, Atmung, Wasser und innere Balance, können wir sehr viel für unser inneres Gleichgewicht tun und damit auch für unsere Gesundheit. Macht's gut, alles Liebe, alles Gute aus dem Hauslebenskreis von Micha und von Martin. Tschüss.